weil wir die Auswirkungen des Klimawandels schon jetzt überall zu spüren bekommen. Und sie werden noch viel schlimmer werden. Und wir sind die letzte Generation, die daran etwas ändern kann. Wir müssen den Klimaschutz jetzt anpacken, weil der Klimawandel schwere soziale Folgen hat, wie Armut, Hunger, Vertreibung und Flucht. Klimaschutz ist auch eine Frage der globalen Gerechtigkeit. Dass die massiven Auswirkungen des Klimawandels, die andere Länder bereits spüren, insbesondere ärmere Länder, ins Bewusstsein gerückt, gezielt und gemeinsam bekämpft werden. Denn Klimaschutz geht nur gemeinsam. Ich erwarte mir vom Weltklimagipfel, dass die wichtigen Pariser Vereinbarungen endlich mit Leben gefüllt werden. Wir brauchen Ziele, die jetzt nicht einfach nur beschrieben werden, sondern angegangen und umgesetzt werden. Das ist Ansporn, dass gerade NRW vorangehen muss. Im Kohleland Nordrhein-Westfalen müssen die Zeichen jetzt auf Kohleausstieg und den Ausbau der erneuerbaren Energien stehen. Die schwarz-gelbe Landesregierung muss daher aufhören, ideologiegetrieben gegen die Windenergie zu kämpfen. Die Weltklimakonferenz ist zu Gast in NRW. Und das muss uns jetzt aufrütteln. Wir müssen uns bewusst werden, dass unser Handeln hier Auswirkungen auf Menschen in anderen Teilen der Erde hat. Jährlich geben Kommunen, Land und öffentliche Einrichtungen 50 Milliarden Euro für Beschaffungen aus. Wenn dieses Geld nach fairen und nachhaltigen Standards ausgegeben wird, dann macht das einen Unterschied. Leider wollen CDU und FDP das Tariftreuegesetz genau in diesem Bereich zurückdrehen und die ökologischen und sozialen Standards streichen.